Herzlich willkommen aus Bad Orb im Spessart. Dort, wo Menschen Urlaub oder eine Kur machen, haben wir vom Deutschen Orden eine Suchthilfeeinrichtung. Eine soziotherapeutische Einrichtung namens Haus Noah. In dieser Einrichtung leben 40 Männer und Frauen, die chronisch abhängigkeitserkrankt sind und hier nochmal zu neuem Leben, zu neuem Sinn im Leben finden. Gerne nehme ich Sie jetzt mit ins Haus und wenn wir eingetreten sind ins Haus, werden wir auch schon direkt merken und sehen, warum dieses Haus eben Haus Noah heißt. Herzlich willkommen! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich hier um die Bewohnerinnen und Bewohner, geben ihnen eine Tagesstruktur in den verschiedenen Arbeitsbereichen einen neuen Sinn. Es war ja damals mit der Arche Noah gar nicht so einfach, wie das Schiff gebaut worden ist. Da gab es nicht so eine komfortable Küche wie hier. Das ist die Frau Metzler. Frau Metzler ist schon 13 Jahre im Haus Noah die Köchin. Und heute, was gibt es heute Spezielles zu essen? Heute gibt es Hähnchencurry und mit Basmati-Reis und Salat. Und für unsere Vegetarier haben wir eine leckere Gemüsetortilla gemacht. Ah, und den leckeren Nachtisch. Ich freue mich gleich schon auf das Mittagessen. Und vielen Dank. Ja, können Sie sich freuen. Ich bin jetzt im Bereich der Bewohnerinnen und Bewohner. Und die Gerlinde hat uns erlaubt, dass wir jetzt einmal ihr Zimmer sehen. Herzlich willkommen. Ich bin die Gerlinde, seit 12 Jahren im Haus Noah, bin in der Kreativabteilung und fühle mich wohl. Vom Puzzle über Mandala malen. Zentral wichtig ist in den Einrichtungen der Suchttherapie, dass die Menschen eine gute und würdige Arbeit haben. Den ganzen Tagesablauf hier bestimmt die Arbeitsgruppe. Hier arbeiten Löwer und Frau Schaar. Hallo. Hallo! Hier werden Dinge gefertigt, viele Dinge werden auch verkauft, sodass die Einrichtungen dann auch Geld haben. Hier habe ich auch ein schönes Beispiel, was in der Kreativwerkstatt so alles entsteht. Und jetzt bringe ich diesen gemalten Stein, ich kann leider nicht viel schöner malen, in den Steingarten. Bad Orb ist eine Kurstadt mit einem wunderschönen Kurpark. Das Haus Noah unterhält hier in diesem Kurpark einen Barfußpfad mit einem Kiosk noch dabei. Dieser Barfußpfad ist 4 Kilometer lang und damit der längste Barfußpfad in Deutschland. Ich darf jetzt vorstellen, Hans Knittel. Der Hans ist schon sehr lange im Haus Noah. Wie lange, Hans? 10 Jahre, 10,5 Jahre. 10 Jahre. Lieber Hans, erzähl doch mal, was wird denn hier alles gemacht im Barfußpfad? Ja, im Barfußpfad werden zum Beispiel die Eintrittskarten verkauft, 2,50 Euro. Und die Barfußläufer, die werden aufgeklärt, was unterwegs so ist. Und auch, es gibt auch hier Getränke und Kaffee und Kuchen auch. Also unsere Gäste hier beim Barfußpfad, die werden verwöhnt, wollen wir so sagen. Danke, lieber Hans. Und gutes Gelingen in diesem Jahr für den Barfußpfad. Danke. Es gibt noch weitere Bereiche, wo unsere Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten. Zum einen das Sozialkaufhaus des Hauses Noah. Dort werden wir jetzt gleich noch hinfahren. Jetzt bin ich im Gebrauchtwarenzentrum Intakt hier in Bad Orb. Insgesamt haben wir im Spessartverbund 4 solcher Sozialkaufhäuser. In diesen Kaufhäusern finden wir Produkte des Alltags. Die Produkte werden bei den Menschen guten Willens abgeholt und draufgeschaut, weil sie intakt sind, und dann werden diese Produkte für wenig Geld Menschen angeboten, deren Geldbeutel nicht so groß ist. Aber schauen Sie mal genau hin, was für tolle Sachen doch dabei sind, wie dieses wunderschöne Servi. Für jeden etwas da. Kommen Sie uns einfach besuchen.
Das war also das Haus Noah hier in Bad Orb. Damit möchte ich dann auch den Besuch hier im Spessart beenden und sage auf Wiedersehen in den nächsten Einrichtungen der Deutschordenswerke.